Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der wunderschönen KTL, gerade immer das 19 Alpin DLC, zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Ihr seht es gerade, wir haben es geschafft, wir haben VCA mit draufgenommen. Die neueste Version, danke an den Liga Agrarplay, von dem habe ich gesehen, da gibt es eine neue Version. Grüße gehen raus. Und auf jeden Fall, wir haben uns jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt und wir haben in unsere wunderschönen Traktörchen, wie zum Beispiel ein B-Trak oder Steyr, ein Getriebe eingebaut. Ich hoffe, wir kommen rum. Ja, geht wunderbar. Ihr seht, wir können hier schön schalten. Dieses Pfeifen da im Hintergrund ist normal, das muss anscheinend so, ich weiß auch nicht. Ja, das muss so, das ist wegen am Gang, damit du weißt, du hast hochgeschaltet. Okay, dann, also Leute, macht euch keine Sorgen, deshalb, wenn das so pfeift. Auf jeden Fall, wir können hier wunderschön schalten. Ist ja vielleicht... So, warte. 35 km/h. Also da Steyr und so, die haben alle Ding drin. Der Steyr und der Bührer und der Fendt, wollte ich gerade sagen. Fendt. Und der B-Trak. Die haben haben alle normal Schalten drinnen. Und die zwei Lindner haben Ding drinnen, Direct Drive. Genau. Ich hoffe, das passt so. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Also ich schätze schon, dass Lindner Direct Drive verbaut, weil... Weil jetzt gibt es nur ein Problem. Weil... Schaltet... Erstens mal ein Radio an. Zweitens... Ich muss runterschalten. Fährt der mich? So. Also mal Handbremse an. So, zweitens. Nehmen wir mal drittens. Wir... müssen noch ein bisschen Heu verkaufen. Die andere Geschichte ist... Bin im Reifen. Ja, nee, stimmt. Die andere Sache ist, wie macht man das? Die zwei Hänger sind weg. Wir haben einen Ladewagen. Das heißt, einer von uns beiden kann Heu verkaufen. Ja. Außer wir machen so, du holst deinen Unitrak her und wir fahren mit entweder dem B-Trak oder Lindner oder Unitrak, oder Steyr oder so weiter zu den Hängern runter und fahren mit denen, weil ansonsten hat einer nichts zu tun. Deshalb würde ich sagen, beim netten Uni-Ding weg, ich denke mal Uni-Ding. So, also ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen was vom Heu verkaufen, oder willst du Heu verkaufen fahren? Ich will Heu verkaufen fahren, dann kannst du nicht gleich umhängen. Ja gut, dann kann ich nämlich umhängen und werde beziehungsweise dann unten das gute alte Stroh, was da rumliegt, gleich aufsammeln und so weiter. So, was mich ein bisschen immer stört, dass der immer ein bisschen rollen immer. Bis auf 5 km/h rollen, aber gut. Kann man nichts machen, ist halt so, ne? Du hast Getriebe beim Ding noch gar nicht eingebaut. Ein Bührer? Normalerweise schon. Eben, du hast da einfach nichts erbaut. Bei wem? Beim Bürger? So. Ich mach mal 2x6, okay? Beim Bürger hab ich doch schon mal reinbaut. Bei mir war es bloß IVT-Getriebe drin. Also ich habe bei dem eine Gangschaltung reingebaut, aber gut. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, aber das ist glaube ich tatsächlich unterschiedlich. Ich weiß nicht wieso, aber so habe ich irgendwie das Gefühl. Also ich meine, sprich, dass jeder sich das sein eigenes irgendwie reinbauen muss. Habe ich so irgendwie das Gefühl, aber sicher bin ich jetzt auch. Warte mal, ein bisschen runterschalten, so, und dann einmal hoch. Jetzt haben wir nämlich eine größere Gruppe drin. So, ich habe jetzt hier Heu drin. Das war jetzt schnell mal weg. Es gibt sowieso auf einen Weg. Für selber schalten. So, das ist, wir können jetzt auch relativ. Jani, unser Hund hat gerade richtig gesund ausgeschaut. Gut, ja. Wie das muss so. So. So, wir können auf jeden Fall richtig realistisch fahren. Ja, jetzt schon mit Gangschaltung und so weiter. So, komm du nix. Wir sind noch ein bisschen im Schwung. Ich weiß nicht, wo hast du den Ladewagen hingestellt? Hm? Wo hast du den Ladewagen hingestellt?
Der Aufbau für den Unitrag ist normalerweise da, wo er immer ist. Der Ladewagen. Der normale Ladewagen. Och man, ich wollte mit dem Bürger fahren. Ja, ja, da muss ja einer irgendwie. Wir haben nur einen Ladewagen zum Anhängen. Egal. Oh! Da gab's ja noch eine Gruppe. Halt gut. So. Der Helfer ist. Entlädt gerade, okay. Oder nee. Nee, der ist am Sammeln gepasst. Beziehungsweise am Dreschen. So, hier vorne geht's wieder rein. Dann schalten wir hier einmal runter. Auf 35. Dann passt die Sache. Ah, er ist voll. Schalten runter auf 29. Nummer 24. Keine Nummer, dann schalten wir die Gruppe runter auf 14. So, bremsen wir. Wenn wir die Gang immer auf Rückwärtsgang wechseln. Schalten wir einmal die Gruppe runter. Und ja, nochmal dem, was ich sagen wollte, weil ihr seht, der MP-Track hier und so weiter haben Allrad und so weiter, was man anschalten kann und ausschalten kann und so weiter. Aber bei den Eliten, ne? Ja, geht es irgendwie nicht. Also die haben dauerhaft Allrad an. Ich weiß nicht, ist das in echt so oder so? Oder. Ja, du sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Weil man jetzt erstmal Handbremse rein, schon rollt der, weiß ich so, der rollt dann einfach weg. Ja, nee, das ist normal. Naja, normal. Du, wenn vom Gas gehst, ist Kupplung noch drinnen. Theoretisch müsstest du noch eine Kupplung einbauen. Ach so. Das aber bei dir ja gehen müsste eigentlich, weil. Ja, ja, du ich hast ja noch die Kupplung. Pedal. Du hast ja noch die Kupplung des Dingsbums vom Ding. Ich habe noch ein Pedal. Ja, muss ich mir dann nochmal genauer angucken, wie wir das machen. Deswegen rollt er auch. Mit 3 genau. km/h. Das ist dann wieder unlogisch. Aber ich lasse die mal zum Anfang. 7 km/h glaube ich ganz gut. Oh, das war runter. So, warte mal. So. Jetzt schalten wir hoch. 14 km/h. Dann fahren wir auf die 14. Haben wir noch einmal hochschalten können? Ich sehe das halt nicht, was so jetzt. 24 km/h, das passt. Schalten wir auf 9. Kannst du ganz kurz schauen, wo es den besten Preis für Sojabohnen gibt? Ja, warte. Kann ich gleich machen, wenn ich dann wieder auf der Geraden bin. Warte, ich guck gleich mal schnell. So, ich bleib stehen, ja gut. Sojabündchen, 1900 bei Getreidemühle. Aber warte, das ist wirklich mal 24 km/h nicht zu fahren. So, hier geht's drüben. Ah, da drüben bist du. Ajo. Warte mal, jetzt muss ich den Gang schalten. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ja du, ich habe vorher nie mit Gangschaltung gefahren. Und da muss ich mich umstellen, dass ich jetzt mit Leertaste. Aber mal ganz ehrlich, ne? Ich habe jetzt nichts gegen VCA, ne? Aber die Geschwindigkeit aufbauen geht mit VCA. VCA viel schwieriger als wie ohne. Als ohne Gänge. Ja, das ist klar. Das passt, wunderbar. Uiuiuiuiui. Ich hab schon wieder überschoben. Eieiei. Ei, ei. Oh, bei dem muss man noch. Der hat bloß 3 Gruppen, okay. Oh, nee, warte mal. Das ist ja. Und geil ist ja jetzt auch. Wir können jetzt auf 60 hochstocken von der Geschwindigkeit her. Ganz vergessen, der hat ja gar. Lobby wird nicht verplant hier. Wir legen ja hier gar nicht. Wobei Getreidemühle gibt es besten Preis, oder? Ja. Momentan schon. Dann fahr ich da jetzt hin. Du kannst ja gerne gleich den Ladewagen wieder haben, weil. Wir haben ja keinen Stroh. Gut, ja. Nee, schön, du.
war vielleicht kurzzeitig der Meinung, wir haben Stroh ab und beziehungsweise der Drescher liegt Stroh ab, aber ja, nie hat sie dann doch so. Ich wollte mal was gesagt haben, so ganz vorsichtig, es sind Sojabohnen. Ja, Mai, und wir sind nicht auf der Kinderkai weg. Und ja, Leute, wer jetzt nicht meint, wieso wir so auf den Hinterkaifeck anspielen? Ja, auf den Hinterkaifeck kann man, ich weiß nicht wieso, aus Raps und aus Sojabohnen Stroh ablegen. Ich weiß, ich habe bis dato noch nichts von Rapsstroh gehört. Also. Ich kann gerne sagen, dass ich falsch bin. Auch Rapsstroh, es gibt Leute, die brauchen Rapsstroh. Zum Beispiel Schweinebauern. Die streuen da teilweise die Schweine ein. Mit Rapsstroh? Ja. Okay. Ist mir neu, ich lasse mir gerne auch von neuen Sachen überzeugen. Also, habe ich mal irgendwo gehört. Irgendwo aufgeschnappt. Wird gegen Baum geknallt. So ein kleines Action. Ja gut. Die kleinen Birken, die sind immer die gemeinsten. Oh. So, die Frage ist, was hoch rückwärts jetzt? Geschätzt würde ich sagen, ansehen. Aber was anderes habe ich einfach nicht zu tun. Ja, und übrigens, wir haben unser Silo zugedeckt. Das haben wir offline gemacht. So. Check. Steht da. Warte mal, ich kann es euch kurz zeigen. Wunderbar, du, ne? 4% schon gegeben. Hallo! 1500 dazu gekriegt. Wollt der einfach los, die? Was ist? Oris? Wollt der Bär einfach los, ne? Also, ja. Er rollt einfach weg, du, das geht auch nicht. So. Drehen wir hier einmal. Dann kann man hochschalten. Die Frage ist, was wollen wir jetzt dann ansehen? Ah, jetzt steht der Steiner. Die Frage ist, was? Warum wollen wir das was ansehen? Das checke ich jetzt aber nicht, doch. Ich habe nur so eine theoretische Frage. Ja. Uff. 40.000. Sollen wir Raps machen? Ich weiß nicht, wie viel bringt denn der? 1600 momentan. Ja, okay, ist schlecht, wäre der Preis nicht, muss man sagen, ne? Ja, du, und, kann ich gerne machen. 1200 wird gerade aufgesteigen. Ja, du, wir können gerne Raps machen, ich habe da nichts gegen, ne? Wir sollen ja ein bisschen Vielfalt reinbringen, das Ganze. Und da habe ich natürlich auch nichts gegen Raps. Wollen wir, warte mal, das ist schon wieder so Ölfrucht, gell? Ja. Oder wollen wir wieder was machen, wo Strohrad kommt? Dann würde ich sagen, ja, machen wir Hafer. 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 Ach ja, Stroh wollen wir auch noch verkaufen. Wollen wir Stroh verkaufen? Ich glaube schon. Kann sein. Ich will. Weil wir so viel haben. Warte. Er ist 30er Zone, ich verknappe 60. Let's go! Ja, ne, schon. Das passt. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Gewicht. Oder bin was denn ich hier? Oder Bisch weiß ich auch nicht. Oh! Alter, das ging für einen roten Bereich. Das ging auch ich nicht. Ich weiß. Also, eine längere Zeit im roten Bereich. Oh, Mann. Ich weiß schon, das hab ich, aber. Ich fahre da so ganz gemütlich, ne? Kreisverkehr. Mhm. Bin schon viertel, ich bin schon drin. Dann ich fahre da gerade rum um die Kurve, ne? Dann schießt mir seitlich so ein blaues Auto rein. Kenn ich. Ohne Flex, das ist mir einfach nicht donnert. Hab ich. Wie Maradona. Hab ich vielleicht schon eine unangenehme Erfahrung mal gemacht in dem Auto. Du. Vielleicht doch nicht. Das ist die Frage. So, jetzt habe ich sie überholt, die Sau. Oh Mann. Wir haben überholt einen schönen Mittelfinger rausgestreckt. Natürlich. So, schön auf dem Dachfenster. Ach, ich habe kein Dachfenster. Schön auf dem Fenster raus. Das muss man so. Mal richtig Geschwindigkeit machen, Meters ziehen. Reicht das ja gut, weil wir haben das halt gut am Hof, ich glaube nicht, ne? Ja, wo?
irgendwo. Da in dem schönen Ding. Ach ja, ich weiß, wo, hinten, wo die... Getrennt! Wo unser anderes Zeug ist. Da, wo die Seemaschine ist, daneben drin. Ja, da ist der Tor zu. Da muss ich hin. Warte, ich muss immer ein bisschen runter. Wenn mit 60, also ganz ehrlich, 60 km schafft er. Also. Wer? Ist der Helfer voll? Der Helfer ist der nicht Helfer. Da. Ist der Helfer fertig? Ich weiß, ich glaub's, ich, also ich weiß es nicht, aber ich glaub's. Er ist fertig. Wir haben hier keinen Saatgut drin. Oh nein. Ja, okay, ich habe noch 63% drin, das reicht noch eine Weile aus. Rollt ist der. Der rollt immer. Frag mich nicht weshalb. Aber er rollt immer. Nein, ich habe eingelegt, dann ist er einfach vorwärts gerollt. Ah, moin. So, ich gehe jetzt erstmal mit dem Beitrag zum Ansehen. Let's go. Warte mal, ich stelle schon mal im Vorhinein ein. Also, was wollen wir anziehen? Hafer, ne? Max sagt ja. Hafer, okay, ist angestellt. Dann fahren wir mal rüber zu unserem wunderschönen Acker. Die Frage ist jetzt, was wollen wir mit den 68.000 machen? Wollen wir uns davon ein paar Schafe kaufen? Oder uns auch nach dem neuen Feld umgucken? Gut. Ich würde nach Wiesen schauen. Aber Wiesen kriegen wir für nicht so teuer. Die Wiesen sind meistens teurer. Weil es sind meistens große, große Flächen. Mit denen, wo die zusammenhängen. Langsam komme ich rein ins Gangschalten. Mhm. Also. Kalkstreuen. Hm? Ah, ich sage nur so ganz leise, ich glaube so unter 100. Nee. Ja, unter 100.000 kriegen wir auf jeden Fall keine Wiesenfläche. Außer unsere, die Wiese neben unserem Acker hier gleich. Die müsste relativ billig sein, weil es eigentlich nur ein Ackerfeld war, weil mit Gras angesetzt worden ist. Aber du sicher bin ich mir da auch nicht. So, schalte mich mal runter auf 14. Brauche hier nicht schneller sein. So. Fahren wir ein Stück zurück. Handbremse rein, sonst rollt uns der weg. Wir machen Allrad an. Die brauchen wir jetzt momentan noch nicht, glaube ich. Bin ich der Meinung. So, warte, wir gucken. Billig, Steffeld, was ich gefunden habe, war die 21 und das kostet 92.000. Die 21? Ah, ja, stimmt, hier. Aber also die Preise sind hier schon gesalzen teilweise, ne? Aber die 21 ist auch nicht so klein. Aber, ja, aber ich würde dann eher auf die 4 gehen. Und da ein bisschen sparen. Oder warte mal, oder soll man Schulden tilgen? Nee, Schulden können wir jetzt glaube ich noch nicht zurückzahlen, weil wir müssen uns erstmal noch ein bisschen aufbauen. Also ich würde mal sagen, wir kaufen ein paar Schafe auf jeden Fall, damit wir schon mal ein bisschen eine Einnahmequelle haben. Und dann im Laufe, weil wir haben einen neuen Kuhstall, vielleicht dann irgendwann im Laufe der Zeit mal ein paar Kühe auch. So, dann machen wir jetzt mal GPS. GPS ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Was machen wir? Die Schafe kämpfen. So, das haben wir da, wunderbar. Muss ich nochmal zurückfahren, ein bisschen. Schalte ich auch nochmal runter, so. Ich mach mal. Ich mach mal die Diff. Ich kann den hier einschalten. Oh. Ich fahre mal hoch, ne? Schafft er das? Ich hab die. Oh ja. Oh ja. RPR below. Jetzt ist er mal umgestorben. Ich mach mal die Parksperre rein, ne? Ja. Jetzt geh ich mal ganz kurz hier so. Der Bus passt. Automatik aus. Schalten wir hoch. Ganz runter schalten. Er packt. Schneller du. Wie geht dir das? Ich sag so ungern, ja, ich komm da nicht hoch. Schneller.
Boah, mit 2 km/h. Mit 2 km/h schaffe sie hoch. Aber irgendwie, ich glaube, der hat nur Fronttrieb, so wie ich das mitbekommen habe. Hm. Das ist relativ komisch. Hey, nee, Allrad auch, aber irgendwie keine Diffsperre hin. Also Allrad ist immer ein. Naja, aber Diffsperre haben wir auch, glaube ich, oder? Nee, die Sperre ist gar nicht ein hin. Ne, dann? Beim einen drehe ich komplett durch und beim anderen, du, der steht einfach so rum. Nee, ich so, ja, nee, whatever. Was will der von mir? Na gut. Ja, nee, nee, schön, nee, schön. Wie jetzt endlich mal. Ach ja. Alter, ich geb Vollgas. Also der MP-Track zieht sich relativ gut. 10 km/h schneller geht die Zähmaschine sowieso nicht, oder? Ich guck mir mal nur um. Nur ein bisschen spekulieren, ne? Ist da. Zähmaschine, wir haben momentan. Aber wir müssen. Oh, stimmt. Wir haben jetzt die. Ja, nee, du. Ich habe es noch weiter runtergeschaltet, ne? Komm immer hoch und dann rutsche ich wieder rückwärts runter. Viel Kost. Hallo. Wie so schnell du. Ja, nicht nee, schön, dass ich das auch. Ja! Ja! Hm? Die hintere Achse ist halt so komplett in der Luft. Ja, ja, komm, den letzten Hänger auch noch hoch. Die lassen wir runter. Könnt ihr mal machen rein. Ja, das gut. Ja, das passt. So, warte, gucken wir jetzt wieder weiter nach dem Zeug um, was ich eigentlich schauen wollte. Die hat 4 Meter, naja, denke auch nicht allzu viel. 180 haben wir bis darum noch nicht. Ja, das ist unsere komplette Grenze. Oh. Ne, das ist eigentlich schon unsere Grenze. Traktortechnisch. Sieht wahrscheinlich auch nicht so geil aus. Was schaust du jetzt gerade, Flo? Hm? Was schaust du? Ich schaue gerade so ein bisschen durch. Da wäre natürlich schon eine Nummer größer, der gute 1800er. Aber mal, wir brauchen das Ding, wir haben es nicht. Naja. Kann ich das nicht? Nö, kann ich mir nicht. Haben wir das auch geklärt? Ja. Will mal wieder Strecke machen hier. Hafer geht dringend Boden, wunderbar. Das Ding braucht schon wieder Kalten. Ja, wegen dem Soja, wegen dem Soja. Naja, stimmt. Ich mach jetzt hier ein bisschen Vorgehen, gell? So. Lassen die mal runter. Da passt das hier schon mal gut aus. Bin zu weit gefahren. Wo bist du eigentlich? Du, da fragst du mich nicht. Ach, da hinten. Noch das restliche Zeugs verkaufen. Mit Rest schon wieder zurückgeben, oder? Ja. Okay, gut. So, die Bahn habe ich durchgezogen. Wunderbar. Wir sind nämlich auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet auch noch keinen Cent. Unten den roten Knopf, falls noch digitalen Grau färben. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir.
Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Erlengrad immer das 19er PIN-DLC. Und ja, bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. I'm still on my feet, closer each day to where I belong.